Also wir haben nach wie vor die Kapazitäten, dass wir bis zu 8000 Personen hier am Tag impfen können. Und im Bedarfsfall können wir die natürlich auch immer anpassen, das heißt auch wieder aufstocken. Jetzt ist natürlich rund um die herannahende Impfpflicht sehr viel Debatte, sehr viele auch Proteste, die man mitbekommt. Wie ist denn die Situation hier vor Ort? Und erleben Sie zum Beispiel auch, wie an manchen Impfstationen Angriffe oder Beschimpfungen von gewissen Menschen? Also prinzipiell erleben wir hier sehr viel Positives. Die Leute kommen mit vielen Fragen, klarerweise. Aufklärung ist sehr wichtig. Das machen wir auch. Wir versuchen die Leute einfach hier ganz klar mit Fakten und mit Informationen zu überzeugen. Und wir haben hier im Austria Center noch keine Vorfälle gehabt, wo wir angegriffen worden wären oder Sonstiges. Wie sieht es denn zum Beispiel heute aus? Wie ist die Auslastung? Wird mehr getestet oder mehr geimpft? Also wir haben beides ja hier, Test- und Impfstraße. Die Teststraße macht so um die 1800 PCR-Tests am Tag und impfen, wie gesagt, zwischen 5.000 und 6.000. Das heißt, wir sind schon noch deutlich im Plus beim Impfen. Wie ist jetzt der Ausblick für Sie für die nächsten Tage? Was denken Sie, wie viel Auslastung wird da noch kommen? Wird eher mehr oder weniger? Also wir rechnen mit einem Anstieg der Testungen, gerade Richtung Ferienende und auch natürlich in Richtung Ferienende mit Zweit- und Drittstichen, weil wir auch vor Weihnachten eine große Anzahl an Erststichen gemacht haben und die werden jetzt dann zu den Zweit- und Drittstichen kommen. Jetzt hat die Politik, zum Beispiel Vizekanzler Kogler, vorgeschlagen, dass man hier einen 500-Euro-Gutschein geben könnte für die Drittstiche. Halten Sie das, diesen Bonus, für eine sinnvolle Idee? Es ist immer schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Menschen zum Impfen bewegt, dass man sie motiviert. Ob man das mit finanziellen Anreizen macht oder einfach auch mit einer guten Medienarbeit, guten Überzeugungsarbeit. Und wenn man hier, glaube ich, alle zusammenhelfen, egal ob das jetzt wir als Rettungsorganisationen sind, ob das die Politik sind, ob das Sie die Medien sind. Ich glaube, es muss ein gemeinsamer Weg sein und dann ist es völlig egal, wie man zu den Impfzahlen kommt. Wichtig ist, dass man zu den Impfzahlen kommt und dass die Menschen sich impfen lassen. Ein großes Thema heute ist natürlich auch die Omikron-Welle, die Infektionswelle, die jetzt schon da ist und auch sich immer weiter zu vergrößern scheint. Wie ist da Ihre Einstellung dazu oder was können Sie uns dazu sagen? Es kommt eine Omikron-Welle, das ist das unbestritten. Wichtig sind hier, dass wir einfach auf die Maßnahmen wieder setzen, die wir immer schon gesetzt haben, das heißt Maskenpflicht, Abstand halten, regelmäßiges Testen und wichtig ist hier in dem Zusammenhang auch in der Bekämpfung eben die Impfung, ja, dass die Personen, die noch gar nicht geimpft sind, sich den Erststich holen und die Personen, die schon zwei Impfungen hatten, auch kommen, um diese Boosterimpfung abzuholen. Jetzt liest man ja oft auch online viele Meldungen, wo es heißt, die Impfungen wirken nicht gegen die Omikron-Variante. Was können Sie uns dazu sagen? Die Hersteller sagen ganz klar, dass die Boosterimpfung auch vor schweren Verläufen schützt und auf das vertrauen wir. Und wir verlassen uns hier einfach wirklich auf die Aussagen der Hersteller und die haben die Studien auch dazu. Jetzt gibt es auch Worst-Case-Berichte, dass man sagt, wenn die Omikron-Welle wirklich so schlimm wird wie befürchtet, dass dann auch die Infrastrukturen darunter leiden, es viele Ausfälle gibt, viel Personal, das dann beispielsweise nicht zum Arbeitsplatz kommen kann. Wie bereitet man sich hier darauf vor und ist das auch eine Befürchtung, die Sie teilen? Wir haben einen Krisenstab beim Samariterbund. Unser Krisenstab tagt jetzt eigentlich schon seit zwei Wochen sehr intensiv, bereitet sich vor. Es gibt hier Notfallpläne, Stufenpläne, wo wir einfach Vorbereitungen treffen, Personal aufstocken, auch hier um Ausfälle in der Höhe von 20 oder mehr Prozent abdecken zu können. Hier ist es wichtig, einfach im Unternehmen eng zusammenzuarbeiten und gut Personen auch und Personal auch zu verschieben. Und das versuchen wir im Moment sehr gut vorzubereiten und so einfach auch die Infrastruktur, egal ob das jetzt hier die Impfstraßen sind, ob das die Teststraßen sind oder unser Regelrettungsdienst aufrechtzuerhalten. Vielleicht noch zum Abschluss ein kleiner Appell an all jene, die jetzt noch zögern, ihre Drittimpfung zu bekommen oder auch jene, die noch zögern mit der ersten Impfung. Herkommen, wenn Sie Fragen haben, wir informieren Sie gerne, wir klären Sie gerne auf. Nehmen Sie sich die Zeit, lassen Sie sich von den Ärzten beraten, kommen Sie her, kommen Sie impfen. Die Impfung ist wichtig, die Impfung schützt.